Herzlich willkommen, meine Genossen. Mein Name ist Dennis und heute haben wir noch eine Challenge. Und zwar fast dasselbe Prinzip wie die Kill-Challenge, bloß jetzt mit Headshots. Wer die meisten Headshots, ich weiß nicht, bei Nachtuntoten ist es ein bisschen schwieriger. Bis Runde 20 ist schon ein bisschen OP, sage ich jetzt mal. Was meinst du, bis Runde 15? Ich würde einfach sagen, bis wir beide tot sind, oder? Bis wir beide tot sind, genau hier, wenn wir eh nicht lange überleben, da die Karte halt schwierig ist. Und da wir auch noch gegeneinander spielen, ist das auch so, ne? Genau, das ist auf jeden Fall der Moira, ihr kennt ihn aus der letzten Folge, falls ihr die gesehen habt. Und ich erzähle jetzt nochmal die Regeln. Jetzt ist die Kiste mit erlaubt, weil hier auf der Karte sind nicht so viele Waffen. Deswegen hier die Kiste. Und ja, beziehungsweise die Kiste bietet ja keinem einen Vorteil auf Headshots. Genau, weil ich meine, die Wunderwaffe, die macht keine Headshots und von daher, weil bei der Kill-Challenge wäre so, wenn man die Wunderwaffe gezogen hätte, dann hätte man pro Schuss fast immer 10 Kills gehabt und das wäre schon ein bisschen krass gewesen. Ja, und die andere Regel ist, man darf nicht wiederbelebt werden, wenn man stirbt. Ja, dann du legst ja schon hier mit deinen Headshots vor. Dann will ich mal nachlegen. Ja, machen sie das. Ja, wobei es nach der Untoten zu zweit. Ja, mal gucken, je nachdem, wie es ausschaut, belebe ich dich auch wieder. Nur weil ich Angst habe, dass wir dann sterben oder was. Ja, ich meine, sagen wir bis Runde 10. Bis dahin dann mal wieder beleben. Ja, okay. Alles klar? Gut. Ja, Regelwerk jetzt wieder am Start und ja. Weil hier ist ja wirklich schon ein bisschen schwieriger. Hier ist keine Perks, gar nichts und ja. Oh, ich leg nach. Nein, ich treffe nicht, weil ich ein bisschen. Hast du die Cargold oder die Artesacke oder wie heißt? Naja, die K. Und der kann ich besser Headshots machen. Scheiße, schon 6 Kill, 6 Headshots. Headshots. Mir auch mal die K. Kann ich auch besser headshotten. Ab Runde 4 ist das mit der K so eine Sache, weil sie 2 Schüsse braucht. Oh, ich leg immer einen Schuss vor mit der links. Oh, wie präzise man ist, Alter. Naja. Deswegen habe ich mir direkt am Anfang die K geholt. Nein! Fuck, Alter. Der kommt zu dir durch. Gadit. Das ist ein Headshot, das ist ein Headshot und das ist einer. Kommen hier noch welche? Oh, den darf ich nicht messern. Fall um, du hast keinen Kopf mehr. Ach, der Untoten war eigentlich schon hart, ne? Mit 5 Fenstern, direkt im Spawn. Das und keine Perks. Stimmt, ja. Ja gut, erste Zombie-Karte. Ja, er hat... Gar nicht. Er hat für... Er hat 4 Headshots mehr als ich, ich glaube es ja nicht. 5. 6. 7. Nein. Geierprinzip FTW. Ah, die brauchen hier immer so lange zum Spawn. Ah, das ist er. Boah, hier noch voll so, wie heißt das? Classic. Mit dem Insta-Kill. Oldschool-mäßig. Ja, genau. Kauft man zur Kiste, aber macht eh keinen großen Unterschied. Ohoho! Das ist natürlich nicht schlecht. Was ich für ein Glück hab, Alter. Das verschafft mir jetzt einen fetten Vorteil, Alter. Ja, das ist schon heavy. Nein, nicht getroffen. Nicht. Ah, oh, es war kein Headshot. Wow, was bist du? Ui. Oh, Headshot. Ich leg mal wieder vor. Mit 12 Headshots mehr. Ah, alles zu seiner Zeit. Oh, ich bin voll der Sniper. Ihr seht es, Alter. Okay. Oh Gott. Ich komme schon. Festgehalten, World at War Prinzip, ne?
ein einzelner. Boah, ich muss den Messern, ey. Nur weil man auf Headshots gehen will. Ja, ich. Oh. Boah, Double Headshot, Mann. Ich leg richtig vor, Digga. Richtig. Upsala. Na, Double Points geben wir uns mal, ne? Hier sind keine mehr. Also wenn, so, wenn du jetzt auch diese Waffe ziehst, hast du Jackpot. Oder du kannst natürlich nach oben gehen und dir dort diese Kader holen. Oder das hatte ich auch schon überlegt, aber ich finde sowas, glaube ich, fast besser. Was denn? Ich habe einen MP40 gezogen. Achso. Na gut, ist so eine Sache, ne, bei dieser Waffe. Naja, ich sag ja, ich gucken. So. Headshot. Das ist geil, Alter. Ich frag mich nur, wie lang die Insta ist. Oh, ein bisschen ist die mit Sicherheit noch. Nein, kein Headshot. Die Newcastle extra liegen lassen. Ja, ja, klar. Schau mir nicht die Kills. Mach ich aber. Nein, wir haben keinen Headshot, oder? Keine Ahnung. Guck mal, von 49 Kills sind bei mir 40 Headshots. Hast du oben viele bei dir? Nee, ne? Kaum mehr. Ich hab's alle gekillt. Ich guck. Oh, das ist meiner da oben. Nein. Oh komm, das macht's ein bisschen schwieriger, wenn du eine Sniper hast. Ja. Schieß doch! Schieß doch! Geht doch. Ich versuche jetzt so gut wie keinen einzigen Schuss mehr zu verfehlen, ey. Ja, ich auch. Das ist so schwierig, Mann. Ich nehme mal die hier, die FG42. Die ist auch ziemlich präzise. Da ist was dran. So. So. Oh, boah, wie ich veraimt habe. Oh mein Gott. Dead aim. Wie die Zombies hier noch geschrien haben, ne? Ja, Mann. Das ist irgendwie angenehmer mit einer Waffe. Mit einer normalen Waffe. Naja, ich sag, es ist angenehmer, aber die Frage ist halt, wie gut sich das trotzdem umsetzen lässt, ne? Aber mir noch ganz gut. Ich hab bei 10 Kills keinen Headshot gemacht. Das nervt mich wohl. Muss mein Flawless 100 Kills, 100 Headshots machen, Alter. Puh. Oh, sitzt aber ein bisschen. Ja. Weil jeden einzelnen Schuss drin ist, Alter. Wirklich jeden. Der muss sitzen, so. Wie Kacke in die Toilette, so richtig. Dezentes Beispiel, ja. Ja, muss man ja geben, ne? Oh fuck, wieder kein Headshot. 11. Ah, fehlt. Komm, ich hol ein bisschen auf. Ja. Nur noch 10. Es wird ein hartes Game wieder.